Moin Freunde und willkommen bei Fresh Poseidon Reviews zum Thema Gaming Booster und willkommen zur neuesten Episode auf meinem Kanal. Heute wieder mit einem Holy Energy Video. Und zwar werden wir uns in dieser Folge heute einmal den Peach Panther von Holy anschauen. Ist auf jeden Fall eine relativ interessante Sorte, dazu werde ich auf jeden Fall gleich noch näher eingehen. Bevor wir jetzt mit dem Geschmackstest und den ganzen Drumherum starten, wie immer zwei kleine Hinweise. Und zwar der erste Hinweis auf mein letztes Video. Passend zum Wetter haben wir uns den Game on the Beach von Level Up angeschaut. Das ist nämlich einer der drei Cocktailsorten gewesen und hat sich auf jeden Fall gelohnt, den Test zu machen. Und falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, schaut es auf jeden Fall mal an. Lohnt sich auf jeden Fall zu gucken. Und da kommen wir auch direkt zum nächsten Hinweis. Und zwar, wenn ihr noch kein Abonnent von diesem wunderbaren Kanal seid, dann wird es auf jeden Fall jetzt Zeit, meinen Kanal zu abonnieren, denn es werden auf jeden Fall noch viele, viele Videos folgen, viele Reviews folgen und andere Dinge. Seid auf jeden Fall gespannt, deswegen jetzt abonnieren, Glocke aktivieren, damit ihr immer angezeigt bekommt, wenn ich ein neues Video auf diesem Kanal hochgeladen habe. Und gerne dürft ihr mir auch eure Meinung zum Peach Panther in die Kommentare schreiben oder irgendwas anderes, wenn ihr mir irgendwas Nettes sagen wollt oder vielleicht einen Wunsch sogar an mich habt, dass ich irgendwie eine bestimmte Sorte oder so testen soll. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, ich versuche irgendwie alles umzusetzen, was ihr euch wünscht, ist ja natürlich klar. Und natürlich freue ich mich auch über nette Worte zu meinen Videos und vergesst den Daumen nach oben nicht, damit ich weiß, dass euch das Video gefallen hat. Und ja, wir werden jetzt auf jeden Fall mit dem Peach Panther starten. Geschmacksrichtung vom Peach Panther ist Pfirsich und Aprikose, also ist auf jeden Fall interessant, ist, könnte ich mir auf jeden Fall auch lecker vorstellen. Allerdings, ja, gehe ich mal davon aus, dass der relativ süß sein wird vom Geschmack her. Da Pfirsich ja eine sehr süße Frucht ist und Aprikose ja auch nicht unbedingt ohne ist. Bin auf jeden Fall schon gespannt, ob das Ganze wirklich dann nach Energy schmecken wird oder mehr Richtung Saft. Könnte ich mir nämlich vorstellen. Und ganz wichtig ist natürlich immer noch bei Holy zu sagen, dass hier nur natürliche Inhaltsstoffe verwendet werden. Heißt also auch kein Zucker drin ist, kein Taurin und keine künstlichen Aromen. Also eigentlich nur reiner Geschmack. Und ja, wie immer ist hier natürlich auch das New Cuff mit drinne. Das ist so ein Koffein, was sich stückchenweise entfaltet und innerhalb von 4 Stunden den Körper zugeführt wird. Also immer nach und nach. Bedeutet also, dass man einen gleichmäßigen Push bekommen soll. Ob das Ganze wirklich dann funktioniert oder nicht, dazu werde ich dann noch speziell in einem Extra-Video was sagen, wenn ich wirklich mit Holy durch bin. Also ich habe jetzt noch 2 Proben hier. Einmal die Lion's Lemonade und einmal den Tropical Tiger. Danach werde ich alles, was ich noch von Level Up habe, noch einmal selbst für mich trinken, ohne Video, und dann ein abschließendes Fazit machen. Natürlich gibt es auch noch andere Sorten, die werde ich natürlich auch noch testen, aber damit ihr halt mal so einen kleinen Ablauf habt, wie das Ganze mit Holy weitergehen wird. Wir werden natürlich auch noch neuere Sorten von Holy testen, wenn sie denn verfügbar sind, aber das ist so mein Plan, was Holy angeht. Ich habe das Pulver hier schon drinne, werde jetzt einmal kurz dran riechen. Ich habe das hier schon reingemacht. Riecht auf jeden Fall sehr, sehr doll nach Pfirsich. Ist ja auch Pfirsich Aprikose. Der Geruch kommt mir allerdings bekannt vor, und zwar wie dieser Krümeltee. Kennt ihr noch diesen Krümeltee, wo man, den man in Wasser reingegeben hat? Und dann hat man den halt umgerührt oder, glaube ich, schütteln geht, glaube ich, auch. Und dann konntest du den so trinken. So riecht das auf jeden Fall. Wir werden jetzt ein bisschen Wasser hier mit reinmachen. Erstmal stilles Wasser und kohlensäurehaltiges Wasser werde ich dann noch nachschütten. Aber wir werden das erstmal jetzt mit Leitungswasser einmal durchschütteln, kräftig. Ja, und dann werden wir gleich mal gucken, wie das Ding hier schmeckt. Ich bin auf jeden Fall schon gespannt. Kann auf jeden Fall schon sagen, dass meine Meinung über Holy sich wirklich echt stark geändert hat. Ich weiß, das sage ich in jedem Video. Aber vielleicht gibt es ja auch Leute, die mich das erste Mal sehen, und muss sagen, meine Meinung von Holy war ehrlich gesagt ein bisschen, ja, etwas negativ behaftet, aber es hat sich doch zum Positiven gewendet. Ja, ich bin auch ehrlich gesagt froh, dass ich mir das Probenpaket geholt habe und dass ich jetzt auch was zugeschickt bekommen habe. Nicht von Holy, sondern von jemand anders, dass ich die Sorten hier auch mal testen kann. Auf jeden Fall bin ich jetzt auf den Peach Panther gespannt. Das ist auf jeden Fall auch eine Sorte, die für mich selber interessant ist, weil ich Pfirsich halt sehr gerne trinke. Und ja, ich bin halt immer so ein bisschen, was das angeht, immer so ein kleiner Schisser, sag ich mal. Weil, ne, wenn man so überlegt, ja, 40 Euro so eine Dose, nachher schmeckt die nicht. Du hast dann eine Portion getrunken. Was machst du dann damit? Ja, riecht jetzt nicht mehr so extrem wie eben. Hat auch eine nice Farbe. Also es ist so ein leichtes Orange. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Ich schütte es mal ein bisschen auf.
Vielleicht sieht man, kann ich das dann gleich irgendwie mal zeigen. Also es sieht so ein bisschen aus wie so ein Orangensaft von der Farbe. Gar nicht jetzt unbedingt wie Pfirsich. Hier sieht man die Farbe, kann man das sehen? Ja, da sieht man das, da leicht orange. Ja, leicht orangene Farbe auf jeden Fall. Und diese weißen Punkte, die da oben draufstehen, für die, die es nicht wissen, ich wusste es auch nicht, wurde mir jetzt von in einem Abonnenten geschrieben, diese weißen Punkte, das ist dieses NuCuff. Das ist dieses mikroverkapselte Koffein, was an dem Körper nach und nach zugeführt wird. Also für die, die dachten, dass sich das nicht richtig auflöst, das Pulver, doch, es löst sich auf. Es ist das NuCuff, was da oben drauf schwimmt. Vielen Dank auf jeden Fall für den Hinweis. War auf jeden Fall gut zu wissen. Wir werden jetzt den Geschmackstest machen. Ich werde mir jetzt erstmal ein Schlückchen gönnen, gerade bei dem Wetter. Kommt, glaube ich, so ein süßer Pfirsichgeschmack gar nicht schlecht. Oh, ist lecker. Sehr erfrischend. Kommt bei dem Wetter echt gerade geil. Das schmeckt echt gut. Also ist nicht zu süß. Der Pfirsichgeschmack ist sehr, sehr gut. Wirklich sehr lecker. Schmeckt sehr fruchtig, muss man ganz klar sagen. Die Aprikose schmeckt man auch ein bisschen raus, aber der Pfirsichgeschmack dominiert. Der Aprikosengeschmack kommt danach so ein bisschen. Aber es schmeckt mehr nach Pfirsich. Und auch hier wieder diese ganz leichte Schärfe, die dann nach ein paar Sekunden kommt, wenn man den Geschmack von der eigentlichen Geschmacksrichtung kommt, dann der Ginseng-Geschmack durch. Also so ein ganz leichter, scharfer Geschmack, aber sehr angenehm. Also ich weiß nicht, habt ihr das auch, wenn ihr einen Holi trinkt, dass es dann nicht sofort, sondern nachdem der Geschmack wirklich weg ist, dann ein bisschen schärfer wird im Mund. Also so ganz, ganz minimal. Also nicht, dass es brennt oder so, aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. So, ich werde jetzt auch mal ein Schlückchen gönnen. Also wirklich sehr lecker. Ich hatte ja die Befürchtung, dass das mehr so Richtung Saft gehen könnte. Ja, gut, es schmeckt auch so ein bisschen wie ein Saft. Aber wenn man das mit Kohlensäure aufgießt, also ich würde, wie gesagt, empfehlen, wenn ihr das wirklich so machen wollt wie ich, macht es so, wie ich es mache. Weil sonst könnte es sein, dass der Deckel nachher abplatzt. Ist mir auch schon passiert, dass mir der Deckel da um die Ohren geflogen ist. Aber holla die Waldfee, frag nicht nach Sonnenschein. Aber so schmeckt das wirklich gut. Also mit Kohlensäure schmeckt es wirklich sehr angenehm. Also gibt ja von Level Up eine Sorte Shiny Fox, die ist saure Pfirsichringe und da schmeckt der Pfirsich süßer als hier. Also es schmeckt wirklich, muss ich sagen, tatsächlich wirklich auch natürlich. Es ist ein angenehmer Geschmack. Es ist nicht zu süß, obwohl es Pfirsich ist und Pfirsich ja mal sehr süß ist. Also na klar ist es süß, aber nicht so unangenehm, sondern wirklich so, dass du es wirklich gut trinken kannst. Also ich könnte jetzt schon wieder einen Schluck trinken. Also ich glaube, der ist auch gleich leer. Sobald ich das Video beende, werde ich ihn sofort leer trinken. Also wirklich sehr angenehm. Da könnte ich mir sogar glatt wirklich eine Dose von holen. Ja, waren meine Ängste ehrlich gesagt unberechtigt. Also ich würde hier auch eine glatte 9 geben, weil der Geschmack sehr natürlich ist, sehr angenehm. Diese Mischung aus Pfirsich, Aprikose haut hin. Ich muss natürlich sagen, es dominiert ganz klar der Pfirsich, ist ganz klar. Aber der Aprikosengeschmack kommt so ganz leicht mit im Mund und diese Kombination ist wirklich echt angenehm. Also ich muss sagen, dafür, dass hier wirklich kein Zucker drin ist und nur natürliche Inhaltsstoffe, schmeckt es wirklich gut. Also ich kann da wirklich nichts Schlechtes gegen sagen. Ich bin wirklich echt überrascht, dass Holi so gut ist. Also ich würde jetzt auch nicht irgendwie endlos in den Himmel loben oder dass ihr denkt, irgendwie ich bin von Holi selber oder so. Wie gesagt, ich bin, was das angeht, absolut frei. Ich habe keine Partnerschaft oder sonst was. Deswegen sage ich es alles wirklich so, wie ich es denke. Und ich finde den wirklich gut und wirklich angenehm. Also man kann ihn wirklich gut trinken. Also ich würde hier tatsächlich wirklich einen 9 geben. Es ist nicht meine Lieblingssorte, aber sie zählt zum engeren Kreis, würde ich auf jeden Fall sagen. Ich finde ihn sehr angenehm. Kann man gut trinken. Ja, mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Ich habe eigentlich soweit gesagt.
Geschmack beschrieben, gesagt, dass ich ihn gut finde. Mehr gibt es zu diesem leckeren Getränk nicht zu sagen. Auf jeden Fall sehr erfrischend und ja, mich würde eure Meinung mal zum Peach Panther interessieren. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, ob ihr das Ganze seht so wie ich oder ist er euch zu süß oder ist der Geschmack nichts für euch. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Schreibt es in die Kommentare und wir sehen uns auf jeden Fall am Mittwoch zum nächsten Video wieder. Macht's gut, haut rein, genießt das Wetter. Peace.